Ja, hallo, liebe Freunde des Farming Simulators LS15. Heute bin ich mal zurück mit einer neuen Map-Vorstellung. Und zwar möchte ich damit ja meine Philosophie eigentlich ausdrücken, und zwar, dass jeder eine Chance verdient hat. Und es geht im ganzen Konkreten um, ich habe die Map noch nicht gestartet, nur installiert. Und dabei ist mir gleich aufgefallen, dass sie falsch gepackt ist. Was nicht schlimm ist, das ist leicht zu beheben. Das heißt, in der Map, ich starte sie mal, dass wir hier auch was sehen, so heißt sie, Bördeland. Gibt es also zwei Ordner, einmal Bördeland, und in diesem Ordner ist nochmal ein Ordner Bördeland. Also da ist ein Ordner zu viel. Das muss eine Struktur zurückgesetzt werden und dann funktioniert das auch. Ja, habe mich ein bisschen informiert. Wenn das auch dem zutrifft, liegt Bördeland wohl in Sachsen-Anhalt, dabei Magdeburg in der Nähe. Da ist wohl die Elbe und die Saar, die da lang fließt, um dieses Dörfchen oder Städtchen drumherum. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner. Ich gehe mal davon aus, dass diese Stadt, ich weiß nicht, was es ist. Ich sage mal, das Dorf dieser Kirche hier nach zu urteilen. Ja, und ich fand es recht nett, wie der Newcomer, Neumapper, seine Map vorgestellt hat, mit ein paar Screenshots seiner Map und mit einem kleinen Text, und sich darin auch gleich entschuldigt, falls das ein oder andere nicht so richtig hinhaut oder noch nicht so fertiggestellt ist, sollte man Rücksicht nehmen, da es seine erste Map ist. Und ich weiß, wie ich damals angefangen habe mit der Mapperei und Modden, das liegt aber auch schon ein paar Jährchen zurück. Und ja, jeder hat eine Chance verdient, von daher starte ich sie jetzt als allererstes. Also wie gesagt, ich hatte sie vorher nicht gestartet und wir schauen direkt rein. So, da bin ich mal wieder zurück, und zwar mit einer Unterbrechung. Also die Ladezeit, ich habe die Map entpackt, also nicht gesippt, und ja, so eine gefühlte Minute war da jetzt drinne. Ich starte sie auch von der SSD. Von daher ist okay. Also ich gehe mal davon aus, so wie das aussieht, sind da viele Custom-Objects drinne und dass das die Ladezeit wohl ausmacht. Ja, was also hier zu sehen ist, Gemeinde Bördeland. Da liegen wir also schon richtig. Wenn mich nicht alles täuscht, hat das hier was mit Sachsen-Anhalt zu tun? Was steht denn hier unten? Salzlandkreis? Ich kann es nicht erkennen. Also wenn ich da völlig falsch bin, dann tut mir das leid. Und ich werde nochmal nachforschen. Also wenn ich jetzt hier schon sehe, Gemeinde Bördeland, ist das vielleicht was ganz anderes. Okay. Aber der Mapper hat sich also schon Arbeit gemacht und auch seinen Text hier reingeschrieben. Wir haben also von einem Großvater den Hof geerbt mit einem größeren Fuhrpark, mehr oder weniger. Den hat er noch schnell gekauft, der Opa, der Großvater, und hat uns das überlassen. Ja, und der Mapper wünscht uns also viel Spaß und wir schauen mal. Also die Curseplay-Felder tue ich jetzt nicht scannen. Wo das hier herkommt, das weiß ich nicht, ob das eine Mod ist, die ich installiert habe, oder jetzt auch hier von Curseplay, so wie das aussieht, das habe ich bisher noch nicht benutzt, da habe ich mich auch nicht informiert. So, dann schauen wir doch direkt mal rein. Ich würde sagen, wir fliegen auch gleich mal drüber, denn mit dieser tollen Funktion hier kann ich mir das ja jetzt von oben anschauen. Und dann haben wir gleich den ersten Eindruck hier von unserem Startpunkt aus. Ja. Okay, da haben wir also einen Custom Silo da zum Silage Verkauf, gehe ich mal direkt von aus, und hier ein schönes Gewächshaus, ja, modern, unser Heuablagepunkt, ja, hier so Clipping-Fehler, das ist normal. Da das nicht richtig im Boden drin steckt, also das, da kann man nichts machen. Also da braucht man ihm keinen Vorwurf für machen.
Dann sehe ich schon direkt keine Bäume um die Felder drumherum. Das ist auch sehr schön. Sieht alles sehr gepflegt aus. Also der Großvater hat ihm da einen recht modernen, sauberen Hof überlassen. Von der Map her sehe ich auch allen bekannt. Nur ein bisschen halt modifiziert. Und hier auf unserem alten bekannten Hof sehen wir gleich das Schönste. Hier ist also dieser neue... Aha, so hat er das also geregelt hier. Rechts ist also dieser Vorratsspeicher verschwunden, wo hier unsere Kartoffeln und Rüben und alles eingelagert wurden. Und das hat er jetzt hier mit so einem schönen neuen Bunker oder wie wir es nennen wollen, geregelt. Kommen wir da auch rein? Ich gehe mal einmal rum, jawohl. Sehr schön. Gefällt mir. So, dann schauen wir weiter. Ach, hier ist die Abladestelle, so wie das ausschaut. Und das wird dann da drinnen automatisch verteilt. Probieren wir aus. Kann ich jetzt nicht sagen. Wir wollen sie uns auch erstmal anschauen. So, hier hat sich der Kuhstall hin verlagert. Auch okay. Unser Hof hat auch einen neuen Unterstand bekommen für die Fahrzeuge. Gut. Ja, dann öffne ich doch mal die Minimap. Habe ich mir so gedacht. Das muss ich erstmal hier wieder anmachen, glaube ich. Jawohl. Ja, die Felder sind uns all bekannt. Die Map natürlich auch. Schauen wir doch mal, was bei der BGA da hinten los ist. Hier sind schon einige Felder besät. Ja, hier diese Felder wurden vergrößert, zusammengelegt. Okay. Dieses Feld ist jetzt direkt Wiese geworden. Ja, und da hinten BGA, das sieht mir auch noch so Standard. Ne, da hat sich auch was geändert. Okay, ich werde mal in ein Fahrzeug switchen und mich mal dahin begeben in die BGA. Das war die BGA, da wollte ich hin, genau. Ja, wie gesagt, da hat sich was geändert. Aha, wahrscheinlich hier mit der Funktion. Die Mod habe ich nicht installiert, dass man diese Türen hier öffnen und schließen kann. Eventuell ist das hier verbaut, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe das nicht installiert, diese Funktion. Nicht weiter schlimm, vielleicht ist er auch gar nicht hier verfügbar. Aber egal. So, die BGA hat sich also geändert. In der Form, dass also da was dazugekommen ist. Dann schauen wir mal weiter, ob sich hier hinten was getan hat. Ja, das ist mein Fehler, das ist ganz klar. So. Ja, nee, hier also weniger. Aber nicht schlimm. Muss ja nicht sein. Ich denke, der Rest wird sich auch... Da wird sich auch nicht viel geändert haben. Er hat sich wohl erstmal auf den Bereich unseres Hofes konzentriert und da was Schönes abgeliefert. Okay, ich werde mal kurz unterbrechen und lade mal etwas... Was haben wir hier für ein Feld? Ich nehme mal an Weizen oder Gerste vor uns. Ich lade das mal auf und werde es hier mal entladen, um diese Aktion nochmal zu sehen. Und dann schauen wir mal kurz weiter. Okay, ich habe mal einen Helfer eingestellt und werde den jetzt mal abtanken. Viel dürfte noch nicht drin sein, aber um da vorne das mal zu testen, die Abladefunktion, nehmen wir die paar Kilo mal mit hier, das langt schon, und schauen uns das mal an.
So, jetzt werden wir Weizen abladen. Oh, da ist auch eine schöne... Weizen wird hier nicht angenommen. Okay. Da geht's schon los, weil... Was haben wir dann hier? Da haben wir also gar nichts von dem, was ich hier jetzt drin habe. Gut. Wo gibt's eine andere Abladestelle? Unser altes Silo nach wie vor nehme ich an, da hinten. Gut. Okay. Dann hat sich das hier also nur... Na, obwohl Mischfutter und Silage gab es vorher bei uns nicht auf dem Hof. Stroh gibt es hier auch einzulagern. Aha. Okay, interessant. Ja, dann gibt es wohl noch einiges auszuprobieren auf der Map. Also es sieht vielversprechend aus. Das ist eine schöne Idee hier in der Mitte. Wird garantiert funktionieren, also... Das brauche ich jetzt auch bestimmt nicht nochmal testen mit irgendwas dort einzulagern. Das könnt ihr ja auch mal machen. Ja, das funktioniert. Er dreht hier auch fleißig seine Runden. Also von daher würde ich sagen, die Map ist erstmal ein Download wert, auf alle Fälle. Das ist schön gemacht und so wie der Mapper Obelix 10 oder Obelix 10 schreibt, wird er also noch weiter an dieser Map arbeiten und... Ja, für die erste Arbeit, die er hier abliefert, finde ich, reicht vollkommen aus. Schön übersichtlich, schöne Wege gemacht. Ja, schaut sie euch an, ladet sie mal runter und ja, achtet darauf, dass ihr die ZIP-Datei entpackt und da, diesen Ordner da drin überspringt. Und ja, ihr wisst schon, was zu tun ist und was gemeint ist. Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit, mit der Map Birdaland. Oder Birdaland von Obelix 10. Viel Spaß, euer Graf.